Hallo, da bin ich wieder, der Altan. Jetzt habe ich eine Fackel kaputt gemacht. Ich möchte jetzt heute mal weitermachen. Ich weiß gar nicht, wo ich beim letzten Mal stecken geblieben bin. Und zwar, ich habe erstmal das, was ich neu gemacht habe, und zwar hier unten gearbeitet ohne Ende und jetzt endlich fünf Stahlöfen, die hier fein säuberlich Stahl produzieren. War eine Menge Arbeit. Mein Setup hier habe ich umgestellt, komplett. Beim letzten Mal habe ich es ja angesprochen, oben in der Kiste konnte ich es einfüllen. Das hat mir aber nicht gefallen und optisch gefällt mir das auch nicht. Schnell mal Kohle nachfüllen. Optisch gefällt mir das auch nicht, weil ich eben hier ja immer noch die ganzen Rohre und die Trichter sehe. Ich weiß nicht, ob es da eine Alternative gibt. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier oben quasi den Muscle Raider, der leitet es direkt in den Hammer und vom Hammer geht es alles, was gebrannt werden kann, in den Ofen und gleich in die Kiste. Ihr seht schon, es läuft alles durch. Den Kompressor habe ich dann hier hingestellt und daneben dann eben meine Rubber-Produktion, weil ich möchte, bevor ich jetzt in LV eintauche, erstmal wegen auf Masse produzieren. Die Kiste habe ich neu angebracht. Das sind alles Dusts, die ich nicht im Ofen schmelzen kann. Die brauche ich dann wahrscheinlich anderweitig irgendwo. Und den Steam-Extractor, den habe ich immer noch nicht umgestellt. Das sollte ich vielleicht auch zeitnah mal machen. So, aber warte mal, ich will den gar nicht so sehr den Steam so viel verbrauchen, weil es nicht mehr viel drin. Ich habe mir einen kleinen Wassertank hier gebaut. Der fühlt sich sehr, sehr, sehr träge, aber ich habe, um die Dust hier zu waschen, musste ich immer hochrennen. Das habe ich jetzt auch umgestellt. Ich habe die hier hingebaut, damit ich quasi hier nur Wasser rausholen muss und die quasi Dust hier zu waschen. Hier oben habe ich auch ein bisschen umstrukturiert. Also das heißt, diese Kiste habe ich von oben nach unten geholt. Ich war x-mal farmen, weil ich Kalzit und Gypsum gebraucht habe. Deswegen habe ich auch Lazurit ohne Ende hier. Das muss ich mal wahrscheinlich extra weg. Bauen genauso wie Basaltik Mineralsand. Gut, es gibt mal Eisen, da habe ich kein Problem damit. Und Fuller's Earth brauche ich sowieso später genug. Hier oben kommen dann die kleinen Nuggets rein. Hier alles, was ich so jetzt an, ja, wie nennt man das, Edelsteine bekomme. Und hier unten ist nichts drin. Diese Werkbank habe ich mir mal gemacht. Das muss ich mal verschließen, weil ich ja die ganze Asche aus der Schmelze immer bekomme. Ich weiß zwar nicht, ich glaube, die kann man dann auch noch umwandeln. Das habe ich jetzt hier gemacht. Da bin ich jetzt darüber, Alumite zu produzieren. 12 Alumit oder Alumite. Die brauche ich ja für die eine Quest. Und eins kann ich euch noch sagen: mein Stein fehlt. Meine Aluminiumbeeren funktionieren jetzt. Ach, ich habe wieder ein paar. Ziemlich klein die Farm noch. Ich weiß zwar nicht, warum die mir immer hinten ins Wasser fallen. Das ist ein bisschen nervig. Da gibt es garantiert noch eine Alternative. Ich muss dann immer hier durchs Wasser. Wo sind die hin? Vier Stück. Das nervt ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich die jetzt hoch und einzeln gestellt. Und komischerweise wachsen sie jetzt. Dazu habe ich meine Lichtschalter gebaut und ja, das Ganze wird wahrscheinlich noch mal irgendwann umgebaut. Ja, habe ich das schon gezeigt? Ich weiß es gar nicht. Das habe ich jetzt nach unten verlegt, quasi, weil mich das gestört hat. Ich schlage hier quasi mit der Wrench hier immer rein. Ich kann sie mal kurz zeigen. Ich nehme mal gleich was mit an Holz. Dazu habe ich mir diese Wand gebaut, aber ehrlich gesagt, die finde ich nicht so gut. Da bräuchte ich eine bessere. Quasi ich schlage hier mit der Wrench rein, zweimal runter und dann kann ich hier schön meine Kohle abbauen mit meiner Axt. Deswegen. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist dann immer das Auffüllen. Aber das mache ich jetzt alles noch händisch und später möchte ich mir so eine bessere Wand bauen. Weil ich brauche also für die fünf Stahlöfen jede Menge Holzkohle. Und dazu habe ich in der Multi-Block-Quest, glaube ich, gelesen, man soll sich mehr Coke-Öfen basteln. Aber ich brauche auch mal ein bisschen Ablenkung. Ich habe mir mal die Rezepte angeschaut für das LV-Zeitalter. Ich brauche ja hier
Material ohne Ende. Und wenn ich jetzt hier anfange, immer nur ein Teil herzustellen, das bringt mir gar nichts, weil dann muss ich immer wieder rauf und runter rennen und Material machen. Ne, da habe ich keine Lust drauf, deswegen produziere ich erstmal vor. Ich habe auch keine Eile, hier irgendwie am schnellsten irgendwie das Questbuch durchzuarbeiten. Das, wie gesagt, da habe ich andere Prioritäten. So, den lasse ich jetzt mal hier arbeiten und die Kohle, ja, die lege ich hier rein. Vielleicht erweitere ich das da unten nochmal. Mal schauen. Gut. Im Außenbereich hat sich einiges getan. Und zwar, ich war ich war in einem Dungeon. Und die Köpfe, seht ihr da oben, habe ich alle weggemacht. Einmal bin ich gestorben. Und zwar habe ich die ganzen Köpfe jetzt gefunden. Ich habe mir gedacht, wenn ich die jetzt alle aufhänge, dann ist mein ganzes Haus nur noch, besteht nur noch aus Köpfen. Das wollte ich dann auch nicht. Ein paar Loot-Sachen hier, Rüstungen ohne Ende, ein Teil kann ich gebrauchen. Ich will auch dann mal versuchen, die ganzen Eisensachen, die ich nicht brauche, vielleicht einzuschmelzen. Und was Glückbuch, das habe ich gar nicht gesehen. Um vielleicht hier mehr Eisen rauszubekommen. Jetzt schaut es aus, als wenn das wieder Tage, Nacht ist, wie immer. Und raus geht es. Ich sehe es vielleicht schon oben auf der Map. Mein Lavafeld habe ich hier zugemacht. Die Lava befindet sich noch unten drunter. Ein Enderman klaut mir hier ständig die Erde. Das sieht man ja hier. Da fehlt's. Ach ne, das was explodiert. Meine Fallen. Also die Grafik von den Dingern ist ja nicht sehr schön. Ja, habe ich gebraucht irgendwann mal. Und meine Abwehr ist ständig in Betrieb. So, ich habe mir hier ein Haus gebaut. Ich möchte das Ganze ein bisschen im, ja, ich sag mal so, nicht modernen, sondern eher so im mittelalterlichen Stil machen, aber mit modernen Blöcken. Und zwar, dieses Gebiet soll hier, sollen die Felder werden, davon, ich weiß es mir nicht. Und ich habe dann mal angefangen, ich weiß nicht, ob ihr dabei sein wollt, wenn ich das baue. Das ist immer so, ja, die meisten sind ja hier an der Technik interessiert. Und ja, ich eher an allem Möglichen, weil ich möchte, wenn es geht, ziemlich lange Spielspaß haben hier. Und wenn ich es jetzt davon erbaue, war schlecht. Ich möchte ziemlich viel Spielspaß haben und da warum soll ich dann hergehen und soll auf dem schnellsten Weg alles erreichen. Das sind zig Mods hier drauf und ich kenne mich in einigen überhaupt nicht aus, wie Witchery zum Beispiel. Also da muss ich mir entweder Videos anschauen oder ich lerne das alles durchs Lesen. Ich habe schon mal nachgefragt, ich habe so eine Hexenhand habe ich irgendwie erhalten und ja, angeblich soll die dann für Witchery sein, oder die ist wohl für Witchery. So, das hier lasse ich so, okay. Dann muss das hier auch wieder raus, genau. So, da kommt ein Hinterausgang hin, also quasi zum Garten. Und mit Fenster habe ich es noch nicht so. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt mit euch das weiterbauen soll oder nicht. Ich würde jetzt gerne drin schnell nochmal die besseren Öfen bauen, quasi aus dem Questbuch. Da habe ich mal nachgeschaut, wie ich diesen Kingslime hier finde. Habe ich nichts gefunden, den brauche ich nämlich hier, muss alles töten. Aber dann würde ich nämlich einen Kobaltkopf bekommen. Ich habe jetzt auch schon Kobalt da, das habe ich aus einer Kiste gefunden. Das wollte ich hier machen, ich wollte jetzt den Boiler. Also ich habe jetzt hier hinten Erze gefunden, zum Beispiel Kobalt. Ich will aber, wie gesagt, alles was in der Kiste ist, nicht verwenden, weil das ja meinem Zeitalter noch nicht entspricht. Übrigens hier unten am Boden habe ich mir dann die Werkbänke hin gebaut. Hier zum Beispiel, wenn ich Platten machen will, da lege ich einfach Eisen dran, klicke das an und fertig. Dann muss ich nichts mehr hier oben machen. Und die werde ich verwenden wahrscheinlich, um dann Motoren und so weiter für LV herzustellen. So, ich habe jetzt dann für die Boiler hier, die drei, habe ich das soweit vorbereitet. Außer einer Wrench, glaube ich, die habe ich, doch, die habe ich auch. Das Material habe ich jetzt alles hier. Dazu brauche ich natürlich jetzt wieder mal die Öfen. Drei Stück möchte ich bauen, also mache ich drei Öfen. Dann nehme ich die da gar. Bumm, kaputt. Und jetzt muss ich mal schauen. Ne, das war so. Und der braucht Stahlplatten, die drei Öfen und die Wrench.
Dann mache ich mir nämlich drei solche Boiler. Yeah, yeah. Gut, geclaimed habe ich auch so ziemlich alles. Die werde ich natürlich jetzt noch nicht einbauen. Doch, kann ich jetzt schon theoretisch, wenn sie leer sind. Aber da warte ich erstmal, bis alles abgekühlt ist. Bevor mir da irgendwas in die Luft fliegt. Ja, der hat noch genug jetzt. Also die werde ich jetzt erstmal zwischenlagern und später einbauen, wenn alles hier weg ist. Wieso hat denn der noch Feuer? Da ist doch nichts mehr drin. Okay. Als nächstes habe ich mal nachgeschaut. Ich brauche Licht für außen. Ich möchte nicht alles mit Fackeln machen. Lass mich schnell mal meine Wunderkiste schauen. Da ist nichts mehr drin. Und zwar im Questbuch habe ich dann... Ich habe mich mal hier durchgemogelt. Das möchte ich auf jeden Fall als nächstes machen, wenn ich dann Get Ready for Tier 3 habe. Also das ist... also quasi, wenn ich Aluminium mache. Jetzt dauert sehr lange. Ich lenke schon wieder ab und zwar wollte ich jetzt hier... Wo ist es denn hier? Building Better Bases. Ich habe mir jetzt die eine Wand gemacht, die ist nicht so gut. Die Stone-Wand, die craftet man übrigens so mit einer Steinplatte. Die muss ich im Kompressor, also ganz normal in Stone-Dust, den Kompressor. Die ist nicht so gut. Ich will versuchen später dann entweder diese Tier zu machen, diese Wand. Oder aber, noch viel besser, hier unten die, to grind or not to grind, diese Building Made Easy Wand. Und da habe ich jetzt mal durchgeschaut, so schwer ist die eigentlich gar nicht. Ich muss hier nur Blöcke herstellen. Die lassen sich relativ einfach craften mit ein paar Items. Hier seht ihr ja, da brauche ich Kohle von einem anderen Eisen. Hier brauche ich Farbstoff und so weiter. Die oberen lassen sich ziemlich leicht craften, aber hier. Redstone Block kann ich machen, Lapis kann ich machen, Smaragd, so viel habe ich jetzt nicht. Und Diamant Block und vor allem, ich habe jetzt noch kein Rezept gefunden. Ach doch, hier. Das heißt, ich muss, ach, die gehen auch im Kompressor. Naja, das ist UFV, das könnte jetzt sogar schon funktionieren. Aber ich habe nicht genug Smaragde. Ich habe jetzt hier, doch habe ich 8. Und Diamanten, na, da habe ich eine Art in der Wüste. Das könnte ich vielleicht als nächstes in Angriff nehmen. Außerdem sind da schöne Blöcke dabei hier. Wo habe ich denn die gesehen? Da, das Warnschild zum Beispiel. Das gefällt mir ganz gut. Warte mal, kann man das chiseln? Da hier, genau. Da gibt es einige Warnschilder. Hochsprung, Sturzgefahr und so weiter, Tod. Die gefallen mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, da werde ich mir ein paar herstellen. Irgendwann. Aber jetzt wollte ich eben die Laternen bauen. Mit Building Better Bases. Und zwar, die schauen ziemlich einfach aus. Und eine Steinlaterne geht quasi mit einem Steinstab. Stufen habe ich da. Steinstab nimmt man übereinander, einfach zwei Steine übereinander. Das ist ja kein Problem. Da habe ich genug. Wie viel brauche ich denn da? Nichts von wegen, zwei Steine übereinander. Will er mich veräppeln? Lass mich mal da rein. Steinstab. Ach, mit der Säge. Ich verstehe es jetzt nicht, warum. Warum wir das nicht machen? Säge, die Säge habe ich hier abgelegt. Hab mir eine Stahlsäge gebaut, weil Stahl habe ich ja momentan genug. Genau. Vier Stück bekomme ich da immer. Vier Stück muss ich herstellen, das heißt. Das ist 16. Ein Stack muss ich hier machen. Dann mache ich einen Stack. So, das lege ich wieder ab hier. Als nächstes benötige ich die Fackeln und die Stufen. Eine Pfeile. Das ist die Wrench, ne? Genau. Eine Wrench. Die Pfeile habe ich hier. Na, nehme ich die da. Und die Stufen, die habe ich mir in der Farmwelt weggeklopft. Dann nehme ich auch mal ein Stack raus. Und dann habe ich doch hier ein paar Laternen. Was ist der Hammer jetzt dann, oder was? Ach, der Hammer. Du hast wieder einen Fehler gemacht. Ja, ich weiß. Du hast immer noch einen Fehler. Ja, ich weiß. Was fällt mir denn in der Mitte? Ach, Licht. Okay, kein Fehler. Aber ich habe keine Fackeln, wa? Ah.
Vier Stück noch. Ein wenig wenig. Die meisten Fackeln gehen ja immer drauf. Ich baue mir da gleich noch ein paar mehr, Leute. Wartet mal. Hier hinten habe ich doch nämlich Koks und Bambus. Es gibt immer fünf Fackeln. Da machen wir gleich mal so. Reicht. So. Da baue ich mir gleich noch ein paar Steinlaternen. Kann man die eigentlich hier oben anmachen? Ah ja, doch. Die verbinden sich und abbauen. Mit der Spitzhacke. Gut. Wobei, wie schauen denn die anderen aus? Die Sandsteine sind auch nicht schlecht. Steinstäbe, ach sagst du, die brauche ich. Okay, Sandsteinstufe. Sandstein durchsägen. Mach ich mal so. Und die Säge wiederholen, die habe ich noch drin. Halt, wo ist meine Säge? Ach, aber die habe ich einstecken, okay. Also, dann einmal. Oh Gott, wie viel mache ich denn da? Machen wir es 32. So. Und quasi war das ja eigentlich dasselbe Rezept. Die nehme ich mal mit rüber. Ich glaube, ich brauche bloß die austauschen und die reinsetzen und dann Fackeln. Genau. 8, 9, machen wir 10 Stück von hier. So. Ach, dann kriege ich Goldlaternen. Das ist ja putzig. Ah, wieder was geschafft hier. Und dann gibt es noch fancy Laternen. Aber die schauen natürlich sehr nice aus. Leute. Eisenplatten, Glasscheiben. Das bringe ich hin. Da habe ich auch was, aber weiße Kerze. Ja, gute Welt. Wie soll ich denn das machen? Knochenmehl, okay. Oder Farbe. Und Wachs im Kompressor, Bienenwachs. Mit einem Hammer auf die Wabe. Wisst ihr was, das will ich gleich mal ausprobieren. Waben habe ich ja hier im Nieder geholt. Aber sind das jetzt dieselben? Da musste ich gegen Wespen kämpfen. Oder muss ich hier so eine nehmen? Das probiere ich jetzt mal aus. Hier, das nehme ich mal alles raus. Mit dem Hammer oder mit dem Mallet? Also die gehen schon mal nicht. Und das geht auch nicht. Also entweder habe ich da jetzt gerade falsch geschaut. Wachs bekomme ich indem ich eine Wachswabe habe. Wo bekomme ich die her? Eieiei. Okay, das hat sich gerade erledigt, die Quest. Auch wieder nicht richtig hingeschaut. Naja, was soll's, passiert. Das räume ich jetzt mal wieder alles auf hier. Grob einsortieren. So, Steinstäbe auch. Und das Werkzeug lege ich alles hier zurück, wo es gebraucht wird. Und der Rest weg. Die Lampen. Machen die jetzt eine schöne Helligkeit? Was mache ich mit den Goldlampen? Die würde ich gern hier anbringen, statt die Fackeln. Nee, das schaut ja. Der schaut nicht schön aus. Und hier oben. Naja, macht das Licht. Da muss ich mir mal eine Vorrichtung bauen. Die lege ich auch erstmal hier rein. So. Ach so, haha. Jetzt habe ich die Lampen draußen angebracht. Ich habe euch noch. Doch, das Gebäude habe ich euch schon gezeigt. Als nächstes, ja, ich würde zum Beispiel gern mal, es sind einige Spieler online, ich würde gern mal da irgendwo in die Welten schauen von den Spielern. Allerdings würde ich mich auch gern mit ihnen unterhalten wollen und dazu müsste ich wahrscheinlich in Discord gehen. Ich frage mal nach. Ich räume aber alles weg, was ich habe, weil sollte ich sterben, ich kenne ja die Spieler nicht, dann ist zumindest mein ganzes Inventar irgendwo sicher. Und ich nehme auch nichts mit. Außer ein Begrüßungsfutter oder so. Was habe ich denn hier? Den Speck nehme ich mit und Purple Drink. So. Die habe ich übrigens gefunden. Die habe ich mir nicht hergestellt. Alles gefunden. Wurstbrot gefunden. Pizza gefunden. Okay. Ich frage mal nach im Chat. Hi. Dürfte ich. Moment. Jetzt habe ich mich verschrieben. Dürfte ich mir die
Space von jemandem anschauen. Nehme YouTube auf. Fragezeichen. So. Schauen wir mal, ob da jemand antwortet. Dann käme ich mal vorbei. Mein Hologlas habe ich noch. Das muss die muss noch runter, meine Brille. Hä? Wo ist denn die jetzt hin? So, keiner antwortet, das ist natürlich nicht schön. Hätte ich jetzt schon gerne gemacht. Leute. Okay. Neheme, weil ich mich ja verschrieben habe. Okay. Dann habe ich einen Blackout. Moment. Ach, was soll's. Ich ziehe mich wieder an. Achso, das habe ich da oben auch noch gefunden. Zerstörte Relikt, Gummistiefel und Schwimmflossen. Ich glaube, die Schwimmflossen sind ganz gut. Die werde ich mir mal aneignen. Oder zumindest mit mir rumschleppen, die ganzen Schwimmflossen. Ich habe da auch dieses gewöhnliche Amulett. Ich schleppe es immer mit mir rum. Ich kann euch aber nicht sagen, für was das ist. Auch lege ich mein Schild immer hier rein, warum auch immer. Und ja. Ach, warte mal, da kann ich doch den Bogen noch mit reinlegen, oder? Dann hätte ich einen Inventarplatz frei. Ich habe nämlich den Bogen jetzt mitgenommen, weil ich mal gelesen habe, dass der Königsschleim, also dieses Königsschleimmonster da, sehr stark sein soll. Und wenn das Monster sehr stark ist, dann sollte man am besten mit einer Fernwaffe das Monster angreifen. Deswegen schleppe ich das jetzt eigentlich mit mir herum. So. Gut. Meine Streitaxt ist auch schon wieder ziemlich runter. Und, ich habe noch einen Modifikator übrig. Den habe ich gar nicht mitbekommen. Das mache ich natürlich gleich Schärfe drauf. Da habe ich nicht mehr für Netterquarz. Aber das mache ich schnell, weil dann bekomme ich auf jeden Fall mehr Schaden. Jetzt hatte ich 6 Schaden gehabt. 102, das könnte gerade reichen hier. Ja, wird knapp. So. 300, da komme ich nicht ganz hin. Okay, kann ich ja später noch auffüllen. So tragisch ist es nicht. Die Schaufel brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Wichtig ist der Altanswut. Das kann auch noch weg. Okay, halt. Futter. Und was mir gerade auffallen ist, wo sind meine ganzen Fackeln jetzt? Habe ich die jetzt hier oben mit reingeschmissen? Ja, hier. So, was habe ich jetzt eigentlich am Hammer? Ja, 7 Herzen. Was? Wieso ist der nur... Achso, weil ich nicht ganz voll bin mit dem Netterquarz, ne? Gut, das muss ich schnell mal noch 2 Stück kaputt machen. 2 Netterquarz, da habe ich ja, glaube ich, auch genug. Hier unten oder hier oben, irgendwo habe ich doch Netterquarz. Habe ich das schon alles vernichtet? Bitte nicht. Hier. Da brauche ich gar nicht so viel. Den Hammer gleich direkt, der macht immer 4 Stück. Ich mache gleich mal hier ein paar. Und die landen natürlich im Trichter, weil ich ja eben... Ja, ist gut, komm. Ah, okay, es reicht. Meine Geduld mit dir ist am Ende. Vielleicht geht er dann die Stärke noch hoch, ich hoffe mal. Weißt, der hat jetzt sich quasi bloß um einen verbessert. Und das wäre schon ein wenig. Ja, okay, jetzt um 1,5 ist er nach oben. Haben wir ein Monster da. Würde ich gleich mal ausprobieren. Springe ich mal in die Farmwelt. Eieiei, wo bin ich denn wieder? Ach so, ich bin ja in der Mine. Verdammt, da wollte ich doch gar nicht hin. Da ist nämlich der Dungeon da hinten, da wo ich gegen die 1000 Monster gekämpft habe. Na gut, ich suche mal einen anderen Ausgang.
Und auch hier irgendwo in den Minen sind quasi auch die ganzen Loren zu finden. Gibt es auch immer gutes Futter. Mann, Leute, lasst mich mal jetzt raus nach oben. Ich glaube, da hinten kann ich nicht durchlaufen, weil wenn ich da hinten durchlaufe, werde ich sterben. Das ist nämlich also wirklich sehr schwere Monster da hinten. Aber es macht ja nichts. So grabe ich mich quasi immer durch. Und ihr seht schon, das ist ein riesen Dungeon da. Mit zig Monstern, die haben mir schon einiges an Nerven gekostet. Und hier unten bin ich zum Beispiel auch gestorben. Schnell mal schauen, wie der Weg geht. Hier. Wundert euch nicht, ich laufe immer so. Ich grabe mich durch, weil sonst hätte ich den direkten Kampf mit dem Monster und das will ich vermeiden. Da habe ich auch in einer großen Höhle die ganzen Totenköpfe gefunden. So, falls ihr jetzt denkt, ich komme hier oben raus, habt ihr euch getäuscht. Das ist nur der erste Zwischengang. Und dann gibt es noch einen. Ich will bloß schnell sicher nach oben. Jetzt müssen wir schauen, ob ich da entlang muss. Klingt nicht gut, klingt nicht gut. So. Okay, hier ist der nächste Aufgang. Wobei, das habe ich noch gar nicht erkundet da hinten. Aber ihr seht schon, rote Augen. Gefällt mir nicht. Und ja, da traue ich mich jetzt auch nicht rein, weil ich will an die Luft. Muss frische Luft atmen hier. So, wo geht's jetzt hier weiter? Warte mal, das war Sackgasse. Vielleicht habe ich das noch drauf. Okay, da war das Monster, aber ich glaube, ich muss da durch. Und danach links. Ja, genau, hier geht's zum Ausgang. Also ist schon sehr verwinkelt. Zigtausend Spawner. Und normalerweise findet man hier immer irgendwo so ein Bett und eine Kiste und so weiter. Da drin steht, wo drin steht, wie viele Monster quasi hier verbaut sind. So, hier bin ich wieder in mein Dorf. Falscher Ausgang. Doch, jetzt kann ich schlafen, ich habe es doch gewusst. Habe ich doch sofort erkannt an der Dunkelheit. Da kann ich euch gleich mal zeigen, wie ich so, wegen so quasi in der Farmwelt hier mich bewege. Meistens so, weil es einfach am schnellsten geht. Und meistens Richtung Osten. Ich fliege immer Richtung Osten. Am liebsten gehe ich in die Dörfer, wo Schmelzen sind. Da findet man richtig guten Stuff. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier in der Farmwelt machen soll, aber ich wollte ein paar Monster töten eigentlich. Um mal meinen Hammer auszuprobieren. Beziehungsweise würde ich gerne noch. Ach so, übrigens, ihr solltet, wenn ihr in der Farmwelt seid. Oh, Burning Party hier vorne. Da ist bei 1 eingesunken. Herr Creeper. Ihr solltet übrigens Highlands aufsuchen. Ich habe auf den Highlands habe ich was ist jetzt los? Treibsand. Habe ich ganz gute Erze gefunden und auch eben diesen Hammer. Und diese Hexenkreise hier zum Beispiel, da findet man auch immer gute Sachen. Allerdings muss man da aufpassen, was für eine Hexe gerade anwesend ist, weil wenn die nämlich nervig ist, deswegen setze ich mir gleich mal ein neues Home. Wenn die nämlich nervig ist, 15 Schaden macht ihr, das ist ja super. Was haben wir hier drin? Eine Schere, Abenteuerhandbuch. Also das war jetzt nichts Besonderes, muss ich sagen, was ich hier gefunden habe. Aber das sind auch so die kleinen Hexendinger und vielleicht kann ich euch jetzt noch. Es gibt noch weitere Dungeons und vielleicht finde ich da noch den einen oder anderen. Aber so laufe ich jetzt quasi immer durch die Gegend. Ich könnte mir jetzt auch die Wünschelrute schnappen und irgendwie nach Erzen suchen. Aber so ist für mich die Farmwelt immer am schönsten zu erkunden. Genau, ich brauche nämlich auch Aluminiumkies und so weiter, weil das ist ja auch ziemlich rar gesät bei mir. Ein riesen Sandberg. Ja, schauen wir doch mal hoch. Und ich brauche unbedingt diesen Silk Touch, also Behutsamkeit. Dann kann ich mir nämlich in Wüsten, wo Meteoriten,
heruntergekommen sind, das Glas schön abbauen in aller Ruhe. Ja, ich setze mir mal hier oben mein F und schaue mich mal kurz um. Nichts Besonderes zu sehen, dann ab geht's auf die Reise. Jetzt habe ich die Schwimmflossen vergessen. Ich wollte auch ausprobieren, ob die zum Schwimmen richtig gut sind. Okay, da könnten diese Karmasittenjäger sein oder Ritter oder wie die heißen. Ich dachte eigentlich, die sind ziemlich friedlich, aber dann habe ich gemerkt, die werden mir hier rot angezeigt auf der Map. Dann habe ich gedacht, nee, geh mal lieber nicht. Oh, ein Dorf. Dorf finde ich immer mega. Ein bisschen schneller fliegen, indem ich meine Sprint-Taste drücke. So. Auf die Map schauen. Wo bin ich denn da oben? Haben wir eine Schmelze? Nein, haben wir leider doch da oben. Das könnte eine sein. Oh, oh, Treibsand, Treibsand. Ah. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja. Yeah. So, das ist nämlich prima, dass ich jetzt hier gelandet bin. Eine Kiste, die ist nämlich immer mit. Den Rest lasse ich stehen, aber ich brauche hier unbedingt die Steine. Deswegen klopfe ich mir die immer hier raus. Und in der Regel, wenn ich Sig da chatte, dann würde ich mir hier auch... Ach, das geht auch durchs Fenster. Ah, das ist ja viel besser. Es geht schneller. So. Ja, jetzt kannst du ihn nicht mehr unterstellen. Jetzt wirst du wohl nass werden. Na, so. Du noch weg. Ach, ich habe die Rucksäcke ausgeschalten, gell? Ah, Moment. Ich denke schon, wieso? Es klingt nicht so, als wenn er einsammelt. So, dann schmeiße ich das nochmal raus, das Ganze. Und dann verschwindet es in den Rucksäcken. Perfekt. Perfekt, so. Wo war denn jetzt hier meine Schmelze? Ich dachte, ich hatte die hier gesehen. Seid aber eingesperrt, ihr Helden. Ja, ich habe doch hier eine Schmelze gesehen. Wo bin ich denn jetzt? Da oben. Okay, dann habe ich keine gesehen, habe ich mich getäuscht. Oh, alter Mensch, musst du mich so erschrecken, du. Ich glaube, gegen die hätten jetzt gegen meinen Hammer auch keine Chance. Ja, hast du Angst vor mir oder was? Ja, ist gut. Was ist das hier alles? Trauben. Trauben habe ich. Zwiebeln habe ich. Gersten habe ich. Ja, schade. Ist zwar ein Dorf, aber halt nichts für mich dabei, wo ich jetzt gut looten könnte. Ja, wäre das jetzt schon wieder dunkel? Ja, dunkel. Und mir ist auch aufgefallen, in den warmen Gefilden geht der Gleiter besser. Es ist ja wirklich keine Schmiede hier. Ne? Ich glaub's ja nicht. Okay, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen, Freunde. Schönes Dörfchen. Huhu. Ja, ich wollte da gerade mal so kurz einen mitgeben, aber naja. Vielleicht strahle ich die Folge auch gar nicht aus. Möglicherweise. Weil ich fliege ja nur durch die Gegend hier. Mach eigentlich nichts weiter und laber eigentlich nur Müll. Okay, da würde ich jetzt was abstauben können, aber uninteressant. Okay. Ich glaube, das war's. Ich gehe wieder nach Hause. Setze mal meinen Homepunkt hier hin. Und ja, fliege einfach mal nach Hause. Aber so läuft ungefähr mein Tag immer ab. In die Farmwelt gehen, schauen, ob ich was looten kann und ja, ein bisschen Material besorgen. Sand hätte ich noch mitnehmen können. Treibsand schmeiße ich jetzt mal weg, weil den brauche ich nicht mehr. In der nächsten Folge möchte ich auf jeden Fall mit euch LV beginnen. Ich hoffe, ich kann da einiges vorbereiten. Gelesen habe ich, ich soll irgendwie die Wiremill and the Bender first machen. Die Wiremill kann ich jetzt quasi hier oben machen. Ne, warte mal, wo war die? Gleich hier ganz am Anfang. Konnte ich doch die machen, hier oben Wirecutter quasi. Und aber die Bending-Maschine, die ist irgendwo hier unten. Na, Filling. Sifting, Press. Ja, irgendwo ist ja hier die Bending-Maschine. Und ich muss dann quasi eins von diesen You're Gonna Hate This 1, 2, 3 machen. Die brauche ich ja als Voraussetzung. Und hier
Bis ich da zu Aluminium komme, habe ich gelesen, brauche ich diese EBF-Maschine. Und da steht ja jede Menge an Text und ich habe mir die Rezepte mal angeschaut. Ja, Halleluja. Da braucht man ja Invar-Platten oder einen Assembler muss ich benutzen, wo es einfacher geht. Und da muss ich erstmal schauen, wenn man die hinstellt, herstellt, das ganze Zeug. Da muss ich mich mal drum kümmern. Schauen, wo ich das herbekomme, das ganze Zeug. Das heißt, ich brauche eine Zentrifuge oder so. Dann bekomme ich das aus irgendwas raus. Ja, da muss ich mich auf jeden Fall mal umschauen, wie das losgeht. Und vor allem, wo ich meine LV-Maschinen platzieren werde. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen. Ende.